Und er berappelt sich doch. Der Goldkurs, ich krieg schon gar nicht mehr raus. Der ist schon wieder back in town, könnte man sagen. Zumindest mal die Käufer sind wieder zurück. Denn tatsächlich aktuell zumindest mal die Aussicht, dass diese Unterstützung hier hält, scheint sehr angebracht zu sein. Zumindest mal als Erwartung aktuell. Was ist passiert? Gestern hat man noch gesagt, Mensch, der Start, der war noch nicht wirklich überzeugend. Das ist noch nicht das, was ich gerne habe. Jetzt ist er aber doch durchgestartet. Und damit haben wir so ziemlich das, was ich gestern oder die Tage öfter mal angesprochen habe. Was wir brauchen nach diesem Tief, beziehungsweise im Umfeld dieser Marke, ist irgendetwas, was stark in eine Richtung geht. So, und wenn wir jetzt mal gucken, was wir hier im Endeffekt jetzt bekommen haben, jawohl, das ist genau das. Das ist im Moment eine starke Bewegung. Das ist allerdings für mich noch nicht genug. Ich brauche jetzt etwas Schwaches in die andere Richtung. Wer auf kleinen Ebenen unterwegs war, der hatte hier schon etwas. Hier theoretisch eine ABC, die war aber für mich völlig uninteressant, weil der Anfang mir noch zu komisch war. Da bin ich vielleicht ein bisschen pampemuselig, andere sind da mutiger, aber wenn ich die klar nicht unterscheiden kann, wenn ich nicht sicher bin, was soll das jetzt hier sein, dann bin ich da raus aus dem Game. Aber das muss man nicht so handhaben, wie ich das tue. Jetzt aber spätestens ist klar, dass diese Aufwärtsbewegung sehr dynamisch ist. Ich weiß, einige sagen, ja, die haben wir jetzt verpasst. Das ist völlig richtig. Aber das ist für mich der ernste Hinweis, dass es die Bullen doch wieder ernst meinen. Und das gibt mir dann den Mut, wenn wir im Kleinen mal so eine ABC-Rücksetzer haben oder so einen ABC-Rücksetzer haben. Man musste die jetzt nicht unbedingt handeln, aber als Augentraining allemal. Aber wenn wir jetzt im Großen mal einen Rücksetzer haben, der so in dieser Form aussieht, dann zu sagen, klasse, die Aufwärtsseite ist dynamisch, die Abwärtsseite ist, wenn das alleine passiert, ist das noch nicht ausreichend. Bitte nicht zu früh freuen an der Stelle. Wichtig ist, dann auch den Bruch des Zwischenhochs abzuwarten. Klar ist es verlockend, dann zu sagen, dann steige ich doch schon hier ein. Das Problem ist, an der Stelle kann man noch nicht ganz ausschließen, dass nicht das passiert und dann passiert das und dann sagt man, ah cool, 5 Fehler nach unten. Da war hier der Kauf natürlich besonders doof. Die Wahrscheinlichkeit dafür sinkt enorm, wenn der Kurs nicht hier gekauft wird, sondern wenn der Kurs erstmal das alte Hoch, das Zwischenhoch wohlgemerkt, rausnimmt. Dann sinkt die Chance für diese Abwärtsseite enorm. Die ist nicht komplett weg, aber zumindest mal deutlich, deutlich verringert. Und deshalb für mich ist das eben so ein klassischer Trigger. Wie weit sollte so eine Bewegung runtergehen? Als Orientierungshilfe kann man dafür Fibonacci Retracements anwenden. Ich mache es mal hier im 4-Stunden-Chart und ist es mit dem Zeichnen ein bisschen leichter. Von der Tiefmarke bis zur Hochmarke und dann sehen wir ja so ungefähr die 38,20 zumindest mal. Das ist ein Richtwert. Das wäre so eine grobe Orientierung, wohin der Kurs geht. Wenn es kleinere Rücksetzer sind, also es ist auch denkbar, dass der vielleicht nur 23,6 zurückläuft, aber dann habe ich die starke Vermutung, wenn das so ein kleinerer Rücksetzer ist, dass das dann eher die 4 ist im Sinne von einer 1, 2, 3, 4, 5. Auch dann geht es nach oben, aber dann ist die Zielerwartung kleiner. Kein Problem, kann man deshalb trotzdem handeln, aber wie gesagt, die Zielerwartung ist halt kleiner und dieser große Rücksetzer, den ich eben ja propagiert habe, der würde dann halt erst später kommen. Eigentlich also hervorragende Voraussetzungen, die wir jetzt aktuell sehen. Ganz wichtig ist aber zu sehen, bekommen wir jetzt irgendwie sowas, dann ist der Traum ruckzuck wieder vom Tisch, zumindest dann vorläufig, also wenn er nur klein ist, dann ist das ja noch völlig konform mit einer typischen ABC-Bewegung, was wir hier haben. Wenn wir also jetzt hier irgendwie solche Verhaltensmuster eben haben, wie angedeutet, dann haben wir die besten Voraussetzungen, dass es anschließend weiter nach oben geht. Achtet also ein bisschen auf die Rücksetzer, das Ausmaß. Kleine Rücksetzer sind absolut in Ordnung, um nochmal long zu gehen. Wohlweislich aber mit dem Hintergrundgedanken, dass dann eben eine kleine Fortsetzung eben folgt. Nicht notwendigerweise das, was vorher war, nochmal. Denn normalerweise sage ich ja, nach dem Rücksetzer geht es so weiter. Aber ich denke, das ist klar, wenn der Kurs nur so einen kleinen Rücksetzer macht, können wir nicht einfach sagen, ah, Rücksetzer, dann kommt das, was wir da hatten, hier hinten nochmal. So geht das natürlich nicht. Nur wenn dieser Rücksetzer hier hinreichend großes Stichwort 38,20er Marke ungefähr erreicht hat, dann wird das ziemlich typisch, dass dann der Rücksetzer dazu führt, dass dann der nächste Move dann eben etwas länger und weiter geht. Das ist jetzt mal so ein kleines Gold-Update, einfach für die aktuelle Einschätzung. Ich könnte ja noch über die anderen Märkte sprechen, aber das will ich gar nicht auf dieser Stelle tun. Ich will euch auch nicht den ganzen Nachmittag kaputt reden. Wer aber mehr Interesse noch hat, der meldet sich an für den Trade des Tages, bekommt dort immer wieder, wenn es gute Signale gibt, einen Einstieg und auch Ausstiegssignale, Gewinnmitnahmepunkte, wie man mit dem Stop umgeht.
für einzelne Trades und aber auch, wenn ihr mögt, meldet euch an für das Born for Trading. Dann bekommt ihr auch noch Informationen auf Smartphone, wo ich dann in kurzen Filmchen oder manchmal in Screenshot oder sowas Situationen vorstelle, wie man sie dann entsprechend handeln kann. Unter anderem vielleicht das Update, wo wir hier an der Stelle dann tatsächlich tätig werden, auch wenn wir jetzt noch auf diesen Rücksetzer warten. So, deshalb euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis hoffentlich bald.